wunderschönen Freunde der noch nicht vorhandenen Sonne. Doch, ich merke sie, ich spüre sie schon. Oh, tatsächlich. Oh, guck mal, jetzt gerade, wo wir drüber sprechen, jetzt bricht sie raus. Ja, richtig schön. Eigentlich hatten wir geplant, heute zur womöglich schönsten Insel Panamas zu fahren. Beziehungsweise wurde uns gesagt, es ist paradiesisch. So touristisch behaftet ist. Aber man muss auch sagen, es ist gerade in Panama ein verlängertes Wochenende. Ach so. Ey, das ist echt krass, wie viele Leute hier gerade am Start sind. Und es ist gut windig, ich weiß gar nicht, ob man uns überhaupt gut versteht. Ich stelle mir so ein bisschen in Windrichtung. Wir sind auf jeden Fall schon gut seit 3 Stunden, wenn nicht mehr, unterwegs. Und die Fahrt war, ich würde sagen, ein bisschen holprig. Wir sind ein bisschen rasant. Wirklich durch den allertiefsten Dschungel gefahren mit einem vollbepackten Auto. Also mehr Leute hätten jetzt auch in den Wagen gar nicht mehr reingepasst. So auf Überkrampf, Knie bis zum Kinn hochgezogen. Und Koffer irgendwie auf, ich weiß auch nicht, halb acht. Auf oben aufs Dach drauf. Ja, genau. Aber dann, cooles Abenteuer. Ich glaube, für meine Mama wäre das nichts. Weil ich kurzzeitig auch dachte, dass ich sterbe. Hey, mit 100 in die Kurve, der Junge. Auf jeden Fall fühlen wir uns ein bisschen verloren, denn niemand spricht Englisch hier. Ja, du sprichst ja 3 Wörter Spanisch. Dementsprechend kannst du das ja mal ein bisschen klären. Auf jeden Fall wurde gerade mehrfach zu uns Vamos gesagt. Ja, schaut mal. Mit diesen Booten werden wir jetzt wahrscheinlich gleich ablegen. Wo ist denn der Typ, der gerade so einen Stress gemacht hat, Schatz? Ich wollte nämlich gerade noch auf Toilette und meinte, ich habe das Gefühl, wir sind hier schon 3-mal zu spät. Alle sind schon weggefahren. Und das Gute ist, wir haben ja auch schon bezahlt, also von daher. Ich bin aber ganz guter Dinge, weil unsere Sachen noch da sind. Wir haben auch unsere Reisepässe noch. Ich glaube, die wollen uns nicht auseinandernehmen. Kurzzeitig dachten wir nämlich echt, wir werden gleich geschleppt. Am Anfang waren wir voll die große Gruppe. Danach sind hier welche ausgestiegen, mitten an im Dschungel irgendwo angehalten, ausgestiegen. Zum Schluss gucken wir, sind wir nur noch mit 3 Typen im Auto. Aber auch alles nur so. Der Typ, der hat alle mindestens 50 Sekunden einen Anruf bekommen und immer in diesen Kurven, wie er da gefahren ist, durch Schlaglöcher, alles, nimmt er noch sein Handy ab und telefoniert. Und während du geschlafen hast, er auch die ganze Zeit, si, Patron, Patron. Ich denke so, wie, was jetzt, Patron? Was ist das? Diese Flagge kommt mir bekannt vor. Wo müssen wir denn jetzt? Donde? Benga heißt willkommen. Ja, Benga heißt willkommen. Ovidio! Ovidio! Wenn ich einbreche, bin ich da willig. Basis hier alle, was ist los? Sind wir hier auf dem türkischen Basar oder? I've been on the top, but I laid low. Ignoring all the signs if you say so. I don't miss a thing, I already know, say it ain't so. Hey, come on, sacar foto. Hey, y más veo desde el Napa y más. Chaleco de foto. Uniendo uno, son 4. Loco, chaleco. Mira, chaleco más. Amarillo o no, amarillo. Ich kann schwimmen. Amarillo, por favor, pon el chaleco. Falta uno aquí, ve. Stecken wir hier in dem Boot fest, uns ist nämlich der Motor geplatzt. Hä? Der geht wieder. Yeah. Sie haben ihn repariert. Ja, die sind hier gerade ganz kurz angelandet und haben sich jetzt irgendwelche Ersatzteile oder sowas besorgt. Haben den Motor schnell repariert. Haben
Made in China Style. Ja, sonst schwimmen wir da gleich mit. Die paar Haie, die hier noch rumpaddeln. Ich habe hier einen Stock, der ist gut 3-4 Meter lang. Den können wir so auf Venedig-Gondel-Style so ein bisschen am Boden abstoßen. Das ist am Marsch. So, wir sind wieder in unserem Hotelzimmer angekommen. War ein extrem langer Tag. Wir sind hier losgegangen um 17:30 und wie spät ist es? Heftig, es müsste 9:30 jetzt 8. So. Und ich glaube, wir sehen auch entsprechend aus, oder? Ich wollte auch gerade sagen, so wie wir uns fühlen, so sehen wir auch aus. Hat es sich gelohnt, deines Erachtens nach? Also ich muss sagen, der Ort war wunderschön. Trotz dessen, dass es die ganze Zeit bewölkt war. Zwischendurch ist die Sonne rausgekommen, da hat man erst das ganze Türkise gesehen. Mm. Also Wetter ist wirklich das A und O. Es war schön warm. Zum Thema schön warm. Burny. Gut die Handflächen weggebrutzelt. Ich weiß nicht, ob ich tatsächlich nochmal mit denen fahren würde und ob ich das unserer Community empfehlen würde. Wer Bock hat auf Adventure, weil wir sind wirklich diese Fahrt durch den Dschungel, das sind 3 Stunden Fahrt. Hinfahrt war mir schlecht, Rückfahrt jetzt mega schlecht, weil du fährst zwar durch den Regenwald, aber die Strecken sind so und der fährt wie so ein Bescheuerter, dieser Typ, wirklich, als gäbe es kein Morgen mehr. Alle auf super hetzig, super eilig, du wirst von einem Auto ins andere gehetzt, niemand spricht Englisch. Dann waren wir gerade die Rückfahrt, saß ich mit 4 Leuten hinten, diese 3 Stunden, das war wirklich zu doll. Man muss ja sagen, es gibt ja verschiedene Touren, ne? Du hattest ja vorhin noch geschaut und es gibt auch Touren, wo du mit einem Speedboot dahin fahren kannst. Ja, für 400 Dollar aber pro richtig. Person, also ob mega das so teuer. Reasonable. Es ist halt die Frage. Zum wir haben Verhältnis jetzt muss man sagen, wir haben 100 bezahlt. 3-mal insgesamt ist der Motor ausgefallen. Ja. Vor allem so mitten auf dem Ozean. Dezente Panik gehabt. Aber nein, war alles gut. War ja letzten Endes auch entspannt. Aber die Fahrt dorthin war, oder Fahrt hin und zurück war letzten Endes viel zu anstrengend, als dass man das dann vor Ort genießen konnte. Gerade wir haben jetzt noch ein paar Aufnahmen gemacht, ein paar Fotos gemacht, und dann wollte ich mich hinlegen. Nach 5 Minuten im Schatten liegen war schon vorbei. Dann hat er uns schon wieder eingesammelt. Also von daher hat es sich für uns nicht so krass gelohnt zeitlich. Wären wir mal mit dem Auto gefahren, womit wir auf den Vulkan gefahren sind, das wäre ein anderer Schnack. Dann hätten wir aber auch kein Boot gebraucht. Ja, wichtig ist auf jeden Fall, dass ihr Reisepässe mitnimmt, denn man wird extrem kontrolliert an mehreren Stellen, denn anscheinend liegt das so nah an Kolumbien, dass tatsächlich super viele illegal nach Panama einreisen. Es war ein anderes Level. Das war hier keine Polizei wie an jeder Straßensperre, sondern es war schon Militär. Was ich nochmal hinzufügen wollte, ist, ich weiß nicht, ob es ich weiß nicht genau, wie der Feiertag heißt, Allerheiligen oder irgendwas, ob es daran liegt, dass so viele Leute da waren, aber uns wurde versprochen, dass auf San Blas eigentlich weniger Tourismus herrscht und es war so crowded, es war so derbe voll. Sehr interessant aber, für die Leute, die Bock haben, vielleicht auch mal in einer Gruppe mit Freunden oder Familie oder sowas zu reisen, auf San Blas kann man zelten, man kann sein eigenes Zelt mitnehmen. Das ist ja wirklich 360 Grad Wasser. Du liegst auf dieser wunderschönen Insel, wachst auf und kannst mit deinen Kollegen dann einfach da auf Chillo den Tag verbringen. Ich glaube, das ist schon eine coole Sache. Ja, jetzt gerade war einfach derbe voll. Ich habe auch noch Hostels gefunden, die, glaube ich, 30 Euro für 2 Leute pro Nacht gekostet haben. Auch mitten auf dieser San Blas Island. Sehr günstig, aber das haben wir jetzt leider zeitlich nicht mehr geschafft, weil wir morgen schon abreisen, leider. Warte mal ganz kurz. Frage jetzt auch für mich, so Verständnisfrage. Ist das eine San Blas ist eine Inselgruppe? Ja, das ist eine Inselgruppe. Ach so, okay. Und deswegen, du hast ja gesehen, auf den ganzen verschiedenen Inseln, die letzte, die so super schön war, hieß Yavas übrigens. Yavas. Da müssen wir vielleicht mal Singli und Julio fragen, ob wir das vielleicht nicht mal so eine Woche komplett Internet weg, Handy weg und einfach mal eine Woche chillen. Grillen. Kamera weg. Ah,
ja, warum? Wir haben ja jetzt schon alles aufgenommen. Man merkt, glaube ich, auch, mein Arm wird langsam schwer, die Kamera hat gut Gewicht. Und wir haben sehr, sehr wenig Energie, denn wir müssen jetzt unbedingt was essen gehen. Oh, und ich muss noch mein Paket abholen. Denn ach, das, noch das Paket zur Hochzeit mit meinem Kleid ist angekommen, Leute. Könnt ihr euch das vorstellen? 10 Tage zu spät. Yeah! Ja, aber das müssen wir abholen, bevor wir da morgen wieder nach Hause düsen. Ja, stimmt. Das ist ja auch nochmal eine Info. Wir sind unseren letzten Abend jetzt hier, fliegen morgen früh über Texas wieder zurück nach Frankfurt. Und dann, ja. Richtig Bock auf Schnee. Ja, absolut. Geil, wir freuen uns schon drauf. Aber falls ihr nichts mehr verpassen wollt, abonniert uns, gebt dem Video einen Daumen nach oben, teilt, zerfetzt. Zeigt es euren Freunden und wir sehen uns beim nächsten Mal, beim nächsten Abenteuer. Bis dann. Adios.